1,06 Meter Körpergröße, 110 Kilogramm schwer, 22 Jahre alt. Ein Hühne unter dem Korb des Basketball-Bundesligisten Eisbären Bremerhaven. Klar, die Rede ist von Anthony Tolliver. Letzte Saison spielte er noch für die Iowa Energy in der NBA Development League, kurz D-League genannt. Diese Liga für Basketball-Neulinge ist eine von der NBA offiziell gesponserte und organisierte Basketballorganisation. Diese zielt darauf ab, junge und unerfahrene Spieler zu entwickeln und NBA-tauglich zu machen. Seit gut zwei Monaten spielt der Power Forward jetzt im Trikot der Seestädter. Ein weiter Weg für den Riesen, doch trotzdem konnte er sich schnell an das neue Leben gewöhnen. Oh, ich liebe es. Ich konnte mich bis jetzt sehr gut mit dem neuen Umfeld anpassen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Meine Teamkameraden sind großartig. Ich mag wirklich jeden in der Mannschaft. Wir haben sehr viel Spaß und hoffentlich können wir jetzt noch ein paar Siege einfahren. Daran arbeiten wir alle gemeinsam sehr hart. Und wenn die Eisbären nach dem harten Trainingsplan einmal nicht zum Ball greifen, ist Relaxen angesagt. Zeit, die der Basketballer in seiner neuen Heimat gerne nutzt, um den Zoo Bremerhaven zu besichtigen. Da der Spieler hoch hinaus möchte, misst er sich auch schon gleich mit dem exemplarischen Eisbären. Doch der ist sogar noch einige Köpfe größer als der Bundesligaspieler. Viele neue Erfahrungen, die auf Anthony Tolliver zukommen. Kein Grund also für ihn, seiner alten Heimat nachzutrauern, auch wenn er dort die Chance verpasst hat, mit dem König des Basketballs, LeBron James, in einer Mannschaft zu spielen. Es ist schön, eine unglaubliche Möglichkeit für mich. Nicht viele Leute haben das Privileg, in Übersee spielen zu dürfen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Ich habe auch eine Weile für die Cleveland Cavaliers gespielt, aber das hier ist eine ganz neue Erfahrung. Ich bin wirklich froh, dass ich hier bin und mache das Beste aus der Situation. Wir werden sehen, was nächstes Jahr passiert, aber im Moment nutze ich diese Chance und bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Dankbar sind auch die Fans der Eisbären Bremerhaven. Denn mit dem Neuzugang haben die Seestädter eine gute Wahl getroffen. 13,1 Punkte, 6,8 Rebounds sowie 1,1 Blocks, das sind mehr als solide Leistungen für den Riesen aus Springfield, Missouri. Doch das soll nicht genug sein für den Bremerhavener Punktelieferanten. Seine persönliche Leistungseinschätzung offenbart der 23-Jährige. Ich hatte schon einige sehr gute Spiele, aber ich habe das Potenzial meiner Leistung noch nicht völlig ausgeschöpft. Es gab zwar ein paar Augenblicke, ein paar sehr gute Spiele, aber ich habe das Gefühl, dass noch viel mehr möglich ist. Die Fans haben ein paar gute Spiele gesehen, aber ich denke, sie haben die besten Spiele noch vor sich. Optimismus, den der Basketballer ausstrahlt, um seinen hohen Erwartungen Genüge zu leisten. Auch in seiner bisherigen kurzen Karriere konnte er schon große Ziele erreichen. Zusammen mit seinem derzeitigen Mitspieler und Freund Nate Funk konnte er auf dem College zweimal die MVC-Meisterschaft mit den Creighton Blue Jays gewinnen. Verständlicherweise ist die Freude groß, seinen ehemaligen Teamkameraden wiederzutreffen. Nate Funk was already on the team and ich war schon sehr aufgeregt. Ich wusste, dass Nate Funk im Team ist. Er war ja bekannterweise mein Teamkamerad für die letzten 4 Jahre. Mit dem Aspekt, dass dies mein erstes Mal in Übersee ist, halte ich es für sehr wichtig, schon jemanden in der Mannschaft zu kennen. Das hat mir sehr geholfen, mich innerhalb einer Woche an das neue Umfeld zu gewöhnen. Er hat mir gezeigt, wo es lang geht, wo man essen gehen kann, wo man einkaufen kann, verschiedene solche Dinge halt. Es ist für mich einfach nett, jemanden in der Mannschaft zu haben, den ich schon gut kenne. Als Nate mich angerufen hat, habe ich mich sehr gefreut über die Möglichkeit, wieder mit ihm gemeinsam zu spielen. Ich bin darüber sehr froh. Zurück im Zoo Bremerhaven. Dort nutzt Anthony die nötige Pause, um Kraft zu tanken für die kommenden Spiele in der Basketball-Bundesliga. 5 Spiele sind noch zu absolvieren, bis es wieder spannend wird in den BBL-Playoffs. 5 Spiele, die es allerdings in sich haben für die Eisbären Bremerhaven. Darunter sind keine geringeren Gegner als die Brose Baskets, die Rivalen aus Oldenburg und die Deutsche Bank Skyliners. Zuletzt konnten Tolliver und die Eisbären mit 3 Siegen aus 4 Spielen im Kampf um den 8. und letzten Playoff-Platz wichtige Punkte verbuchen. Zu Recht sind seine Erwartungen groß. Meine Erwartungen sind einfach, dass wir erfolgreich abschließen. Wir haben gerade ein paar Spiele in Folge nach Hause fahren können. Ich denke, wir spielen derzeit sehr gut, so gut wie jede andere Mannschaft in der Liga. Ich habe sehr viel Vertrauen in die Mannschaft. Ich hoffe, wir können die Siegesserie komplettieren, in die Playoffs einziehen und in Hamburg das Final Four gewinnen. Wir werden einfach sehen, was passiert. We'll see what happens, but I have a lot of confidence in our team right now. We're playing really well.
Und in Bestform müssen sich die Eisbären ab sofort in jedem Spiel präsentieren, um die bisher durchwachsene Saison noch erfolgreich abzuschließen. Bevor die Playoffs beginnen, stehen Anfang Mai noch das Final Four in Hamburg auf dem Plan. Hier trifft man im Halbfinale erstmal auf die Ludwigsburger, jene Mannschaft, gegen die Bremerhaven noch einiges aus dem letzten Jahr gut zu machen hat, als man im Spiel um Platz 3 den Kürzeren zog. Danach geht es dann auch gleich in die Endrunde um die deutsche Basketballmeisterschaft. Und dass hier alles möglich ist, hat sich auch bei Tolliver rumgesprochen. Letztes Jahr, glaube ich, waren es die Artland Dragons, die als Achtplatzierter in die Playoffs einzogen, direkt durchmarschierten und im Finale um die Meisterschaft gekämpft haben. Wenn du einmal in den Playoffs bist, ist alles möglich. Jeder hat hier die Chance zu gewinnen. Unser Ziel ist erst einmal der Einzug in die Playoffs. Und dann sehen wir, was passiert, ob wir ein paar Siege einfahren können. Und hoffentlich werden wir dort, so wie beim Final Four, erfolgreich sein. Das wäre wirklich toll. Aber wir wollen nicht zu habgierig sein. Wir werden einfach hart arbeiten und der Rest wird sich dann schon von alleine zeigen. Harte Arbeit ist kein Fremdwort für Tolliver, denn sie ist die Grundlage für seine hochgesteckten Ziele. Egal wo er spielt, möchte er als Gewinner bekannt sein, um dann später wieder zurück in die NBA zu gelangen. Hohe Ziele für einen jungen, erfolgreichen Spieler im Team der Eisbären Bremerhaven, deren Trainer er bereits von seinen Leistungen überzeugen konnte. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Spieler, aber er braucht noch Zeit, um richtig fühlen, Mannschaftsstil fühlen. Er braucht Zeit, um unsere Offense und Defense kennenzulernen. Das heißt, er braucht Spielminuten und Spiel zum Spieler wird besser und besser. Aber was er auch jetzt leistet, das ist sehr, sehr, sehr toll. Als Power Forward, er macht sehr gutes Job. Einen guten Job, den die Fans von Tolliver erwarten, um die Eisbären wieder dorthin zu bekommen, wo sie hingehören, in die BBL Playoffs. Als Vorbild agiert er bis dahin, indem er nicht nur ausdauernd auf dem Spielfeld punktet, sondern auch bei den zahlreichen Autogrammwünschen der kleinen Fans.